Hi, schön, dass du auch wieder dabei bist. Heute geht's auf die Schafsbergsalm. Es ist etwa 3,5 Stunden Wandern. Wir sind gerade durch die Stadt so ein bisschen gelaufen. Das waren noch ganz normale Straßen. Aber jetzt geht's auf den roten bzw. schwarzen Wanderweg. Also immer so dazwischen. Ein paar Teile sind rot, ein paar schwarz. Und da werde ich mal schauen, ob ich auf dem Weg schöne Fotos finde. Aber mein eigentliches Zielfoto heute ist dieses Panorama, was man im Hintergrund sieht. Und da würde ich gerne so ein schönes Bergpanorama machen. Leider haben wir wieder keine Sonne und auch heute Abend wird es kein Alpenglühen geben. Deshalb werde ich es, glaube ich, in Schwarz-Weiß machen. Mal schauen, ich bin eigentlich nicht so ein Schwarz-Weiß-Fan, aber das stelle ich mir gerade so ganz schön vor. Weil man hat ja schon viele Kontraste. Und dann werde ich oben halt dieses Panorama aufnehmen. Aber auf dem Weg dahin gucken wir uns das jetzt mal an. Gestern wurden wir auch überrascht. Und ich nehme euch jetzt einfach, oder ich nehme dich jetzt heute mal mit. Schon ein ganzes Stück nach oben gekommen. Wir haben circa noch eine Stunde vor uns und jetzt sind wir hier etwa an der Schneefallgrenze und der Schnee ist dieses Jahr viel zu früh gekommen. Das sieht man daran, dass es schon wieder alles schmilzt und hier bilden sich jetzt auf dem Weg so kleine Schmelzwasserbächlein direkt auf dem Weg und als Naturliebhaber sieht das wunderschön aus. Aber wollte ich euch einfach nur mal gezeigt haben und wenn jetzt noch die Sonne rauskommt, dann wird es ein knaller Panorama gleich. So, wir sind jetzt oben angekommen und entgegen meiner kürzlichen Hoffnung ist die Sonne jetzt komplett verschwunden und es zieht hier auch jedes Mal alle paar Sekunden eine neue Wolke rein und die zieht sich dann über die Berge, sodass wir nicht wirklich viel Licht haben. Ab und zu kommt mal so ein Lichtstrahl durch und dann schieße ich auch los, aber so wie erwartet wird das Ganze jetzt ein schwarz-weiß Panorama. Und dadurch, dass hier kein Licht da ist, ist der untere Bereich des Tals, also auch mit den Seen, ziemlich uninteressant. Deshalb konzentriere ich mich jetzt auf die Berggipfel und mache das Ganze schwarz-weiß, wie ich schon vorher vermutet hatte. Da bei Schwarz-Weiß-Fotos braucht man nicht so viel Licht, sondern da kann man sehr viel mit Kontrast arbeiten. Und deshalb habe ich jetzt mein stärkstes Teleobjektiv genommen, das 85er S1.8 von Sony. Um dann schön möglichst nah an den Bergwipfeln zu sein. Wenn ich jetzt noch mein Teleobjektiv dabei gehabt hätte, dann würde ich natürlich noch näher reinzoomen. Und dann für ein Panorama. Ich habe jetzt keinen Panorama-Stativkopf, deshalb nutze ich ein ganz normales Stativ. Und wenn ihr das macht, dann am besten, oder jedes Stativ hat dann solche Wasserwaagen, wie ihr es auch hier seht. Und die richte ich dann einfach so grob aus, dass das Ganze halbwegs gerade aussieht. Also der ist jetzt ein bisschen nach vorne geneigt. Aber wenn ihr hier an der Seite schaut, hier und hier, dann seht ihr, dass das alles schön ausgerichtet ist. Und nachdem ihr das dann ausgerichtet habt, das dauert zwar ein bisschen, kann man dann das Ganze auch prüfen. Also hier oben am Drehkopf schaut man sich das dann an. Dann lege ich mir irgendwie eine Linie fest, zum Beispiel jetzt die obere Drittellinie und dann fahre ich einmal den Berg entlang und schaue, dass das möglichst gleichmäßig bleibt und den Rest regelt dann für mich die Software und wenn man sie hier einmal so lang fährt, dann bleibt es relativ lange gleichmäßig und dann hier zum Schluss fällt es so ein bisschen ab. Deshalb werden die Fotos dann auch sehr großzügig geschossen, also ich gehe wirklich ganz weit nach links und ganz weit nach rechts und dann mache ich da die Fotos und ich mache das jetzt auch vertikales Panorama, dass ihr auch oben und unten noch ein bisschen Spielraum habt. Und wenn ich dann anfange mit dem Panorama, also fange ich hier bei der Position an, mache ich erstmal ein Foto von meiner Hand, damit ich dann weiß, okay, hier beginnt das Panorama und dann geht's los, schieße ich einmal drumherum und dann mache ich am Ende wieder meine Hand hin, sodass ich dann später in Lightroom das Ganze auch noch besser wiedererkennen kann, wo das Panorama anfängt, wo das Panorama aufhört, weil ansonsten hat man so viele Fotos von der gleichen Location und weiß gar nicht, welches jetzt wie zusammengehört.
Und hier noch ein kleiner Tipp, wenn ihr so ein Stativ habt, das ist jetzt, der Hang ist jetzt nicht so steil, aber teilweise können die auch sehr steil werden. Ich würde immer die zwei Füße nach vorne, ein Fuß nach hinten, sodass, wenn es kippt, dann kippt es eigentlich immer nach hinten. Wenn ihr das euch so hinstellt, dann ist die Gefahr viel höher, dass es einfach mal nach vorne kippt. Das ist immer schön, zwei Füße nach vorne, eins nach hinten und dann sollte es auch sicher bleiben. Ich habe jetzt die Streulichtblende abgenommen, weil es hier auch ganz schön windet und ich möchte natürlich so wenig Verwacklung wie möglich haben und das habe ich jetzt abgenommen, kommt ja sowieso keine Sonne. Na gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier präsentiere ich euch gleich das Foto und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.